Dann klicke ich jetzt auf Aufnahme und dann halte ich einen Vortrag über TaskWarrior. TaskWarrior ist ein Task-Management oder ein To-Do-Management-System. Die Idee ist da also, eine Tasks reinzuschmeißen und dann sagt einem das Programm, was man als nächstes tun soll. Ich fange einfach mal an. Bei mir ist TaskWarrior, in Kurzform ist der Befehl Task. Und bei mir ist das ganze Ding gebunden auf T. Das ist so ganz einfach. Das zeigt einfach alle Tasks an. Bei mir ist das schon customized. Bei mir ist es immer nur der nächste Task, den ich gefälligst bearbeiten soll. In dem Fall sagt er mir jetzt, es gibt da Dinge und du sollst hier irgendwie mal so einen Task erstellen. Also erstelle ich jetzt einen Task. Probe Task. Und dann hat er mir einen neuen Task erstellt, der die Nummer 28 bekommen hat. Und wenn ich mir jetzt alle anzeigen lasse, dann sehen wir hier oben Achso, der ist jetzt nicht in dem Projekt, genau. Ich muss nochmal gucken. Ja, du hast nur ins Projekt gepackt. Genau. Ich habe noch ein paar mehr Tasks. Das ist die gesamte Management-Geschichte. Jetzt war schon bei 9, ne? Da musst du langsam mal ran. Ja. Studium-Bachelorarbeit. Müsst ihr echt mal Wir können ihn uns auch einfach so angucken. Dann kann ich den Kontext nämlich wieder anmachen. Zum Kontext kommen wir nachher wieder. So, und wenn ich den Task jetzt als dann markieren will, dann sage ich ihm einfach Task 28, der ist jetzt fertig. Und dann sagt er mir, alles klar, ist fertig und du hast noch viel mehr Tasks, die du bearbeiten musst, die allerdings jetzt nicht zu dem Projekt zu tun haben. Wichtiger als den du gerade gemacht hast. Ich wollte jetzt mein eigenes System da nicht wegschmeißen, weil das da ist noch eine Konfiguration dahinter und so weiter und so fort. Die Konfiguration ist in einem Home Directory. Genau, die ist in meinem Home Directory. Es gibt auch eine Datenbank für und es gibt für die Datenbank eine API in Python, um darauf zuzugreifen und dann Dinge zu filtern, um mit Python da Dinge zu tun. Aber der allermeiste Kram lässt sich sehr gut über die Kommandozeile da finden. So, dann habe ich den ersten schon fertig und jetzt sagt er mir schon, Projekt Vortrag ist jetzt fertig. Das Projekt hat leider noch Unterprojekte und deswegen gucke ich jetzt, was als nächstes dran ist. Task. Genau, ein Task kann nicht nur eine Beschreibung haben. Der Task kann auch Tags haben. Ich habe also hier irgendwie meinen Vortrag und der hat den Tag Keks. So, und dann habe ich T27 mit dem Tag Keks. Und ich kann jetzt beim Task List alles filtern lassen, was den Tag Keks hat. Jetzt muss ich mich noch an die Matching-Geschichte erinnern. Jetzt kann man sich hier schon durchtappen. Die Completion funktioniert sehr, sehr gut. Die C-Shell-Completion meinst du? Ja, das ist die C-Shell-Completion. Ja, auf jeden Fall sollte der Task jetzt... Achso, ja, aber ich bin ja in dem Kontext noch drin. Kontext known. T-List. Und jetzt sieht man da Tags. Jetzt ist der erste Task hier oben, der mit dem Tag Keks. Zusätzlich können die Dinger noch ein Projekt bekommen. Das heißt, ich nehme jetzt mein Task 27 da oben und modifiziere den über einen Modify und sage dem jetzt, pass auf, ich habe das vollkommen vergessen, du gehörst ja eigentlich in das Vortragsding rein. Und dann ist mein Task 27 jetzt auch schön in dem Projekt eingeordnet. TaskWarrior hat einen Log dafür, wie viel von deinem Projekt schon fertig ist. Ich habe vorhin die Anzeige bekommen, dass mein Projekt Vortrag zu 100% fertig ist. Das heißt, wenn ich 27 jetzt als dann markiere, dann sagt er mir, ich habe 0 von 2 Tasks, die noch übrig sind, weil ich beide fertig markiert habe und mein Projekt ist 100% fertig. So, Text. Kontext, ja, mit diesem Tintenfehler. Scone-Text. So, ich habe zusätzlich, jetzt haben wir Tags und Projekte, dann können wir markieren. Und zwar 16, 17 und 18, also 16 bis 18 als fertig. Und jetzt fragt er mich, willst du das wirklich bei allen tun? Ich sage, ja. Und damit sind jetzt von meinem Unterprojekt Tasks alle als fertig markiert. So, was kommt noch? Due Dates. Mein Task hat nicht nur ein Date, bei dem ich ihn hinzugefügt habe. Er kann auch noch die Informationen enthalten, wann das Ganze fertig sein soll. Wenn ich jetzt den Task Keks erstelle und der soll fertig sein, 2016, welchen haben wir heute? Den 06.14, das ist ISO-Standard. Und dann haben wir jetzt 19.21 Uhr um 19.30 Uhr und 0 Sekunden. Dann. Ah,
YMD, ich brauche minus ohne Striche. Du kannst einfach sagen, U5min, oder? Ja, ich kann auch U5min sagen, da komme ich gleich zu. Das ist jetzt erstmal die explizite Angabe. Die explizite Angabe ist das, was ich mir besser merken kann, weil ich meist Tasks habe, die irgendwie am Freitag fertig sein sollen. Wenn man ihm allerdings sagt, dass sie am Freitag fertig sein sollen, dann setzt er das Fertigstellungsdatum auf 24 Uhr, was erstmal schlecht ist. Man muss halt am Donnerstag fertig sein. Genau, dann muss ich am Donnerstag fertig sein. Das passt aber eigentlich nicht zu der Beschreibung, weil er irgendwann Freitagnachmittag fertig sein sollte und deswegen gebe ich die Uhrzeit dann nochmal explizit an. So, dann können wir uns Task 24 angucken. Und genau, da haben wir jetzt die Berechnung auch mit angezeigt. Die Tasks haben alle ein Urgency Value, das man hier sieht. Das ist bei den normalen Tasks ohne irgendwelche extra Dinge, ohne Projekt, ohne Tag, ohne Due Date erstmal grundsätzlich 1. Das wird über die Zeit mehr. Je länger der Task existiert, desto mehr Urgency kriege ich dazu. Und wenn ich einen Due Date habe, berechnet er das Ganze über die Zeit bis zu dem Due Date. Und in dem Fall ist das jetzt ziemlich bald, nämlich in ein paar Minuten. Von daher ist der mittlerweile ziemlich urgent. Was sind diese Nummern da, diese Zahlen? Haben die, sind das Magic oder ist das... Du kannst dem einzelne Values, du kannst die Werte unterschiedlich einstellen. Das ist jetzt die Standardeinstellung, aber du kannst ihm auch sagen, dass die noch wichtiger werden, so, desto näher das Date drückt. Aber Wichtigkeit von 8 ist schon ziemlich wichtig. Nein, ich meine jetzt diese 0,733 und die 12. Was heißt das? Heißt das irgendwas? Ja, das ist die Gewichtungsberechnung. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wo er den Wert hernimmt aktuell. Weil wir jetzt auch nur 8 Minuten Zeit haben. Also die Berechnung ist ziemlich sane. Also wenn du einen Due hast, der ein paar Teile der Zukunft liegt, dann wächst das damit auch ziemlich gut. Ja, der ist jetzt halt ein bisschen insane, weil er halt in 6 Minuten fertig sein muss. Und dann machen wir ihn mal fertig. So. Was passiert, wenn man über das Due-Date? Dann markiert er den als Overdue und er bekommt noch eine ganze Ecke mehr Urgency. Okay. Das können wir auch direkt machen. Ja, wenn der jetzt um 19 Uhr fällig gewesen wäre, jetzt gucken wir uns 24 an, dann sollte. Achso, der ist jetzt wieder nicht in der Liste drin. Moment. Modify Project Vortrag. Und dann wird er hier oben auch entsprechend angezeigt. 9,8. Hast du Wait mit drin? Nee, hast du nicht. Nee, ich habe noch keinen Wait mit drin. Dann, ja. Super Gelegenheit, Wait zu benutzen. Man kann Task jetzt auf Wait setzen und einfach sagen, Wait eine Woche und in einer Woche taucht jetzt wieder eine Liste auf, bis dahin ist er ausgeblendet. Genau, jetzt meckert mich ab und du hast deinen Task, den du eigentlich erledigen wolltest, den hast du jetzt noch eine Woche verschoben. Das ist eigentlich nicht so gut, aber er ist jetzt aus der Liste raus. Wir fühlen uns also wieder gut. Genau, die Waiting-Tasks bekommen auch entsprechende negative Wertungen. Also die sind nicht ganz so wichtig, wenn ich den dann wieder wegschiebe. Man sollte die natürlich nicht so lange aufschieben. Das Ganze basiert natürlich darauf, dass man seine eigenen Tasks managt und die auch aktiv abarbeitet. Wenn man das System nur benutzt, um die Tasks immer weiter nach vorne zu schieben, hat man da keinen sinnvollen Effekt. Es gibt eine grafische Anzeige, Burndown. Und die funktioniert jetzt auch nur für den aktuellen Kontext. Hier sieht man jetzt noch nicht so viel, weil ich die Tasks für das Projekt heute alle erstellt habe. Aber er zeigt mir an, wie viele Tasks da pending sind und wie viele done sind. Und er würde mir auch gestartete Tasks anzeigen. Ich kann ihm sagen, dass ich einen Task anfangen will. Zum Beispiel starte ich jetzt hier Task 18 und dann ist der als gestartet markiert. Wenn ich mir jetzt das Burndown angucke, dann zeigt er mir auch an, dass ich einen Task gestartet habe. Zusätzlich kann ich Contexts definieren, um Tasks zu filtern. In dem Fall ist das jetzt schon ein Kontext. Wir sind hier in einem Kontext drin. Ich kann mir fragen, welche Kontext hast du und welcher ist gerade aktiv. In dem Fall ist jetzt der Vortrag-Kontext aktiv. Es gibt hier noch ein paar mehr. Zum Beispiel auch so einen Pfeifen-Kontext oder einen für die zwei Firmen, für die ich jeweils arbeite und für einzelne Projekte, damit ich dann nur die Tasks angezeigt kriege, die in dem Projekt sind. Wenn ich so einen Kontext definiere, Kontext, mit T, richtig,
definiere, dann muss ich dem Kontext irgendeinen Namen geben, wie zum Beispiel for. Und dann sage ich ihm, was da drin sein soll. In dem Fall ist jetzt irgendwie das Project Vortrag da drin. Gut, das wäre jetzt der Kontext, den wir da oben schon definiert haben. Und außerdem noch den Text Keks. Und dann fragt er mich, bist du dir sicher, dass du genau diesen Kontext definieren willst? Ja, sind wir. Und jetzt können wir in den Kontext wechseln. Wie habe ich das genannt? For? Und jetzt sind wir im Kontext for, wenn ich jetzt einen Task hinzufüge, der Keks enthält. Kekse essen. Und mit dem Tag Keks. Dann taucht er auch hier in meiner Taskliste auf. Wer ist ein Projekt? Das heißt, aber ich habe aktuell auch gar keine Matches. Achso, ja, genau, weil ich weder, weil er nicht im Projekt Keks ist, weil ich im Projekt Vortrag keinen Tag Keks habe und der Tag Keks ist nicht im Projekt. Warum? Weil ich und als Filter benutzt Nein, habe. Warum ist der Task, wenn du ihn anlegst, nicht mal für einen Kontext? Er ist nicht im aktuellen Kontext, weil der Kontext vorgibt, dass er in dem Projekt oder dass er in dem Projekt und mit diesem Tag versehen sein muss. Er hätte doch den aktuellen Kontext nehmen können beim Anlegen, würde sich anbieten. Genau, wenn du schon einen Task hinzufügst und du bist gerade in dem Kontext, warum tut er nicht den Task, weil gleich in den Kontext nehmen du willst? Weil du relativ häufig, also zumindest in meiner Art der Benutzung, Tasks in anderen Kontexten erstellen möchtest. Es kommt seitlich was rein und du willst einen Task anlegen, der vielleicht ganz woanders ist. Ja. Ich behaupte, die Erklärung ist technischer Natur, weil es ganz schön schwierig ist, in so einer Matching-Sprache dann das vernünftig anzulegen. Ja, mit Ohr, ja. Genau, sobald du da komplexe Ausdrücke unterstützen willst, dann sagst du einfach, nur, ist mir zu kompliziert. Das kann ich nicht. Stimmt. Genau, dann gehen wir mal zurück in den Vortragskontext und dann gucke ich, was da noch drin ist. So, wir haben jetzt wirklich fein gelegt. Ist jetzt auch schon fertig. Kontext wechseln können wir auch. Das ist einfach Task Kontext und dann sagen wir den Kontext. Und ganz wichtig, das Ganze abschalten kann man über ich habe gar keinen Kontext mehr und dann sagt er auch, die Kontext ist jetzt weg. Und dann gehen wir rein. Dann sind wir jetzt mit 18 bis 20 fertig. Nochmal kurz zu dem Kontext, das definiert nur, was du gerade in der Default-Ansicht siehst oder wie. Genau. Das hat keine Auswirkung auf irgendwie was anderes. Nein. Gut, so Filtering sozusagen, ja, okay. Genau. Ich habe halt eine Filterebene nochmal dazwischen. Das Burndown habe ich auch schon erklärt, das ist der neue 18er, der ist auch fertig. Werden die IDs neu vergeben, wenn du Tasks dann hast? Oder habe ich irgendwann Task 795? Die werden neu vergeben, wenn du List machst und sich vorher was geändert hat. Ja. Also solange du nicht ein List neu machst, gelten die alten IDs noch im Zweifelsfall danach. Solange ich sie mir nicht angucke, bleiben sie sowieso. Genau. Also, okay. Zusätzlich haben die Tasks jeweils noch eine eigene GUID, UUID. Oh ja, die ist praktisch. Die sind eindeutig identifizierbar. Grundsätzlich. Unter genau. Allen Atomen der Welt. Höchstwahrscheinlich. Ja. Was passiert, wenn ich einen Kontext erstelle und ihn dann nenne? Bitte nochmal was? Das können wir ausprobieren. Pathologische Frage. Ich bin none. Neo. None? Project. You broke it. Also ich kann den wohl definieren, aber wenn ich Context None eingebe, macht er grundsätzlich immer einen Context Unset. Was passiert, wenn das nochmal was? Also was? Du bist ja jetzt nicht, bist ja jetzt außerhalb eines Kontexts. Ah, okay. Ja, also es gibt ja keinen Kontext, den er unsetten kann, deswegen. Sagt ja, er, ich dachte, wenn er vielleicht in keinem Kontext dann aufruft, dann ist das ja nur der logische Schritt, in den Context None reinzugehen. Genau, zusätzlich kann ich noch Recurring Tasks erstellen. Die passieren dann jede Woche nochmal. Und es gibt noch Interdependencies. Zum Beispiel kann ich ihm sagen, okay, so das mit den Due Dates, das hat einen Depends auf 16. Und jetzt muss ich das Modify noch einfügen. Modify. So. Und wenn ich jetzt Task List eingebe, sagt er mir auch, pass auf, dieser Task da oben ist ganz, ganz viel wichtiger als der da unten, weil wenn du den nicht gemacht hast, dann kannst du den da nicht bearbeiten. Weil der da auf den da oben dependet. Und so kann ich dann Dependencies aufdröseln. Wieso hat der jetzt natürlich 9 und nicht mein Weg 2? Weil der Standardwert ist, die Urgency entsprechend hochzusetzen. Ich glaube, Blocking. Aber der ist jetzt wichtiger als der Task, der in 5 Minuten ist vorhin. Der war bei 8,5. Ja. Ja.
Die Default Value nee, für okay, Blocking Tasks. Also, ja, aber das heißt, Blocking ist einfach, also wenn du irgendetwas blockst, dann bekommst du eine Fixed Amount of Urgency dazu. Ja, genau. Mhm. Das lässt sich auch umstellen. Du kannst ihm auch sagen, ich möchte dann nur ein Urgency dazu. Ja, nee, wenn du, ich dachte, an, dann kriegst du die Urgency von dem anderen dazu oder was. Mhm. Ah, dass du das dann additiv hast. Ja, irgendwie, ja. Also wie auch immer dann. No, mhm. Ja, der andere wird ja dementsprechend runtergesetzt. Ja, das ist ja nur der Block. Ja, genau. Ja. Nochmal eine Frage zu. Du meinst Recurring Tasks? Ja. Die kommen jede Woche wieder? Oder du kannst einstellen? Individuell einstellen, wie oft ja, sie wiederkommen. Du kannst immer sagen, dass sie alle zwei Minuten wiederkommen. Ja. Atmen. Dementsprechend alle zwei Minuten. Ausatmen. Ausatmen. Alle zwei Minuten. Ich kann dir sagen, dass schon Tasks, die täglich recurren, deine Liste ganz schön voll machen. Sollst du sie auch abarbeiten? Genau, wenn du es nicht schaffst, das regelmäßig abzuarbeiten, dann wird das relativ schnell relativ voll. Genau. Zusätzlich gibt es eine Synchronisationsebene. Man kriegt da auf der anderen Seite so einen Server, mit dem kann man sich synchronisieren. Das sagt er mir jetzt auch, there are local changes, du solltest mal wieder synchronisieren. Ich weiß nicht, ob das gerade funktioniert. Das hat so die Angewohnheit zu failen. Was war das? F-Size 48 oder so? Können wir mal gucken. Ah, bei mir scheint das Internet gerade kurz rein. Oder zumindest, ich weiß, woran es liegt. Wenn ich mir das hier angucke, ist nämlich wieder das IPv6 kaputt oder so. Da ist durchaus möglich. Ja, selbst tot ist. Das ist nur hier im Space kaputt. Nee, ist geändert. Ja. Aber die SSH funktioniert trotzdem nicht. Jo. Steuerung Z geht auch vor. Kill Pass. Die Synchronisation basiert auf File-Ebene oder wie? Nee, du hast einen eigenen Task-Server, den du auf der anderen Seite installieren musst und der verwendet eine eigene Certificate Authority und dann erstellst du ein Zertifikat für den cool. Server, ein Zertifikat für den Client und zusätzlich hast du noch einen Unix-String für jeden User. Ah, cool. Das ist erstaunlich heavyweight, habe ich mir immer gedacht. Ja, das ist ziemlich heavyweight, vor allem das initial Einrichten ist ganz schön heavyweight. Okay. Wenn es schon einen Server gibt, gibt es dann auch so eine App dafür? Ja, du hast eine App für Android, allerdings ist die Konfigurationseinrichtung, du machst die Datei auf deinem Laptop fertig und schiebst sie dann auf das Gerät. Ja, aber wenn man das erstmal gemacht hat, dann sieht es eigentlich ganz okay aus, muss ich sagen. Aber die App ist auch erst seit 4 Wochen released oder so, von daher. Ja. Vorher gab es noch eine andere App, die hatte auch ein nettes Benutzerinterface, aber da war die Synchronisation ständig kaputt. Ja, das war halt auch nicht. Die App vorher, genau, Miracle, aber die ist nur eine To-Do-List mit Tasks Warrior Sync Support. Ja, also die haben eigentlich nicht wirklich das gleiche gemacht. Die haben dann wesentlich weniger Features in der App auch exposed. Also es reicht halt, um irgendwie so die Einkaufsliste oder das, ich habe eingekauft, abzuchecken, aber alles, was Task Warrior so an erweiterten Features bietet, war da halt schwer abzubilden. Ja, genau, ich würde jetzt noch Sync zeigen, aber eigentlich zeigt er dann auch nur an, okay, ich habe jetzt irgendwie deine 15 Changes da synchronisiert und alles ist gut. Was passiert, wenn Konflikte entstehen? Ich hatte noch keine Konflikte. Ich kann auch es gibt keine Konflikte. Wie willst du denn Konflikte machen? Auf dem einen den Task löschen, auf dem anderen die modifizieren. Okay. Und dann erst synken. Ja. Dann geht wahrscheinlich... Ja, die Git-Methode, nö. Sync fail. Wahrscheinlich macht er das wie eben auch. Störung 10 geht auch nicht mehr. Ja, Weil ich meine, die machen ja, ich meine, es gibt einen extra Task Warrior Sync Server. Von daher kann man durchaus erwarten, dass der mehr macht als Datei speichern, also Datenbankdatei speichern und im Zweifel überschreiben. Die machen also wahrscheinlich schon irgendwie echtes Sync. Ja, die machen echtes Sync und der macht dann auch Conflict Resolution. Ich weiß nicht mehr, ob er dich dann für jede Different ID einzeln abfragt. Das könnte sein, dass aber er fragt. Ja, ich glaube, er fragt dann nach, was du haben willst. Das könnte, glaube ich, nervig sein, wenn man ganz viel auf einmal löscht. Ja, ich meine... Und dann vier, das ist eh kein Anwendungsfall. Normal weißt du ja, was du machst. Genau, das ist ja First Single Person, also ich meine, wenn du es doch mal anlegst, dann... Ja, genau. Genau, jeder hat halt sowieso seinen eigenen Nutzer. Du kannst den Sync-Server auch mit mehreren Leuten verwenden, aber die Datenbanken sind halt nicht dieselben. Von daher. Okay.
kann das so erwähnen, es gibt Hosted Services dafür, wenn man sich nicht daran stört, dass irgendjemand auf der Welt eine To-Do-Liste von einem auf dem Server hat. Dann kann man das machen. Dann kann man das machen. Zum Ausprobieren ist es ganz nett, da muss man sich nicht erstmal durch den ganzen Scheiß durchwühlen, bis das mal funktioniert. Tja. Du hältst deinen Kalender einfach immer extern und machst damit nur To-Dos. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass To-Do-Liste und Kalender schon irgendwie so zusammenhängen. Es gibt so eine gewisse Menge Überschneidung, aber Task Warrior ist völlig ungeeignet, um damit kalenderähnliche Dinge zu machen. Und die meisten Kalender sind völlig ungeeignet, um damit To-Do-ähnliche Dinge zu machen, weil sie dann, wenn nur, wirklich eine ganz simple Checklist haben. Aber so richtig was zusammengeht, da war das erste, was ich gefunden habe, noch Org-Mode. Und das ist halt auch wieder super Heavyweight. Ja. Und das war nur so das, was mich von Task Warrior abgehalten hat, weil es nicht ohne... Man braucht immer noch einen Kalender extra und dann ist nur die To-Do-List. Und für die To-Do-List ist es irgendwie schon ziemlich heavy. Ja, also wie ich Task Warrior benutze, ist halt tatsächlich so Großprojektübersicht. Ich habe jetzt irgendwie vor, mein Studium abzuschließen, welche Dinge muss ich dafür machen, und dann sind das die einzelnen Tasks. Aber gerade wenn ich irgendwie an Software arbeite, dann habe ich im Emacs halt irgendwie einen Buffer mit Notizen nebendran offen, weil das viel, viel einfacher ist, als dann Task Warrior aufrufen zu können. Es gibt auch für Emacs eine Integration für Task Warrior, aber das ist halt alles auch wieder schmerzhaft. Emacs OS. Ja. Und für so rein terminliche Dinge benutze ich dann halt den Kalender. Bis jetzt funktioniert die Kombination ganz gut. So. Ja. Gibt es denn sowas wie Thunderbird oder so mit Integration dafür? Bestimmt. Willst du eigentlich nicht. Also, nee. Features also, hast du alle in der Konsole ganz gut. Ja. Na, der Gedanke ist ja, dass ich mir als Person eigentlich mal wünschen würde, ein Toolkit zu haben, ob mit GUI oder auf der Konsole, nämlich halt, wie Oliver eben schon sagte, sowohl Kalendermanager als auch Tasks. Ja, wie gesagt, dafür ist es nicht geeignet. Aber es gibt alle möglichen Integrationen, und ganz mit Trello und so integrieren, wenn man da Bock drauf hat, das geht alles. Genau, für das vorher gibt es auch so lustige Plugins, wie hol mir mal alle meine GitHub-Issues hier rein. Bug Warrior oder so. Ja, genau. Oder hol mal alle meine GitLab-Dinger rein und du hast dann halt Backends für alle möglichen Bug-Tracker. Das funktioniert. Ja. Die Thunderlink-Extension, ist das doch, was wir suchen? Wo steht da Task Warrior oben drin? Letzte Menschliche E-Mail-Adresse. Ja, genau. Ja, genau, du kannst dann halt deine E-Mail-Message in die Annotation mit reinbringen. Du hast für jeden einzelnen Task kannst du den Task annotaten und da noch mehr Text reinbringen. Und dann steht das halt da drin. Annotations machen Urgency höher. Ja, machen Urgency höher. Das bedeutet, wenn da mehr Text drin ist, dann ist es wichtiger. Ja, die kleiner gemacht. Dann nicht die Urgency Default ist nicht auf 1, sondern gar nicht. Ja. Okay. Das hat mich auch erst verwirrt, weil ich immer 0,8 klingt irgendwie weniger als. Aber. Das ist halt auch nur eine Metrik. Ja. Fängt bei 0 an, nicht bei 1. Das ist das, was man. Nee, fängt. Ja, sie kann auch niedriger werden. Das ist halt nur zu sortieren. Ich habe auch ein Task-System. Ja, ich weiß. Ich habe dein Task-System auch schon gesehen. Genau. Gut, sonst noch irgendwelche Fragen? Nein? Dann würde ich hier mal auf.